jetzt schon mal zu. Guck mal hier links. Da kann man. Da links kann man auch hinfahren. Mhm. Kommt man da durch hier unten? Ich meine, ich bin ein bisschen. Ich gehe hier über den Zaun. Du bist so schmal. Das war ja einfach. Wir müssen nur da aufpassen mit dem Grundstein. Wir sind heute in einer ehemaligen Papierfabrik. Die Fabrik ist bei uns ganz in der Nähe. Wir waren schon öfter hier. Ja, wollen uns mal über den Zustand ein Bild verschaffen, wie es jetzt aussieht inzwischen. Ich glaube, vor so 2 Jahren waren wir das letzte Mal hier ungefähr. Ja. Auf jeden Fall sind neue Graffitis dazu gekommen, die gar nicht so schlecht aussehen. Kann man schon mal einen ganz schönen Blick auf die, das Fabrikgebäude werfen. Hier geht's mal gut runter. Der Stuhl ist weg, der da stand, der Sessel, ne? Nicht der Jund, ne? Direkt an der Autobahn. Den nicht drin. Das ist wie so eine Art Förderband gewesen oder Förder. Also so diese Silos. So, auf diesem Gelände findet sich auch ein kleiner Bunker. Hier gehen wir jetzt mal hin. Sind die schon hier irgendwie? Das? Oh, glatt. Wahrscheinlich lohnt es sich nicht, weil das Ding total unter Wasser steht. Kannst einfach durchgehen. Also hier unten zumindest. Okay.
Nein, das ist aber auch schon Ende, glaube ich, ne? Ja, aber da hinten ist noch ein kleines Stück rum. Die Gummistiefel zwar im Auto, aber das lohnt sich nicht. Das sind noch schon Einfamilienhäuser, ne? Ja. Kann man uns schön sehen. Oh Gott, nee, guck mal, die geht nicht. Das ist neu, das kennen wir so auch noch nicht. Nee, ich möchte mich hier nicht weiter drum bewegen, nee. Weil das ist komplett oben durch. Ja. Nee. Scheiße. Aber hier kann ich ja noch mal kurz lang gehen, oder? Ist hochgegangen. Da ist aber nichts zu sehen. Das ist eine Kracht. Ich sag nur so viel, mit ein wenig Aufwand ist es wieder renoviert. Das stand das in der Beschreibung, ne? Da hinten waren wir. Zuerst bei dem Gebäude. Das ist das angrenzende Wohnhaus. Sag mal, fehlt hier ein Ding zwischen? Was? Eine Halle? Will ich nicht da damals irgendwo hochgeklettert und auf halber Höhe in irgendeine Luke rein? Oder bin ich blind? Die Luke ist da noch. Wo ist sie denn? Da oben, die ist angesprayt. Das D. Ja, Sache. Ja. Stimmt, da ist der Dachboden drin. Okay. Ah, gut versteckt. Ja. So, wir gehen jetzt gleich mal hier in das Hauptgebäude der Fabrik. Der untere Bereich ist denkmalgeschützt. Ich denke mal, deswegen wird sich auch so schnell kein Investor finden, der hier. Ich meine, der Anschluss ist gut an der Autobahn, aber so ein Gelände in Stand zu setzen, kostet halt auch, ne? Und dann musst du eben die Auflagen erfüllen, das denkmalgeschützt zu halten. Und hier ist so eine Fahrzeughalle. Nicht besonders spektakulär. Es ist schön, dass nicht echt noch die Graffitis sind. Aber das ist doch das hier mittlerweile schon durchgebrochen. Ja. Ich glaube, das Gebäude. Das war doch noch sonst auch nicht zu, oder? Nee, da ging es ja vor allen Dingen rein ins Gebäude. In die Papierfabrik. Da kommen wir schon rein. Da kommen wir schon rein. Na, mal gucken, ne? Oh, euer Boden. Ist auch nicht mehr so gut. Guck mal hier untere Treppenstufe rauf zum Beispiel. Die? Geht sich ja, auch, ja, bewegt sich auch schon zur Mitte hin. Du siehst auch den Spalt dazwischen. Ja, hier ist mal ein dicker Balken unter. Ja. Aber wenn der nachgibt, war es das. Na, alleine ja, auch der links da schon. Genau, die Leiste. Mhm. Wie die schon weggepackt ist.
Ja, meinst du auch, ne? Dass es hier reinging? Ja, klar. Du bist doch nur den einen Weg eigentlich hier rein. Ja, muss nur durchs Fenster. Ich denke mal, das haben die vor nicht allzu langer Zeit gesichert. Guck, letzter Fensterrahmen fällt bald raus. Oh ja. War denn nicht noch so ein verlassenes so ein Damm, Wasserkraftwerk? Ja. Sah auch ganz cool aus. Ja, wollen wir gleich hingehen? Wenn wir schon mal hier oben sind? Aber sie ist schön glatt. Versteht das, ne? Und grüßt einer zurück. Das Auge hinter dir. Sieht doch. Ja, wobei, nee. Spargoldpflanzen mal. Turbine 1, 2 und 3. Oh, hier links bei hier, ne? Hier Zeit. Rein, ne? Ja, wenn es geht. Ja. Ich glaube, das ist aber auch ganz schön feucht. Nö, gar nicht. Da geht's auch rein. Ach ja. Wären wir mal weiter hingegangen. Ja. Okay, müssen wir, wo wir rauskommen. Mir kommt das vor, als wenn irgendwas fehlt. Irgendwas Großes hier in der Ecke. Nee. Wie viele Paar Handschuhe hast du an? Ich sagte, zwei Paar Handschuhe sind besser als ein Paar Handschuhe.
Ja, sag ich doch. Sieht man wie eine Wand. Ja. Aber da drauf sind wir auch umgeklettert. Ja, ja. Oh, wie schön da noch die Holzbalken mit den Verzierungen sind. Da oben, ne? Mhm. Ja, ich sehe sie. Jetzt ist so eine Tropfstein. Ja. Dann müssen wir wohl rausgehen. Ja. Hier sind noch die Papierrollen. Und hier ist ja auch Fahrstuhlschacht auf jeden Fall auf der Seite. Ja, das ist interessant. Das ist wirklich eine fette Papierrolle. Sieht man auch, dass sie eingespannt wurde, ne? Auf der Seite. Und hier auch. Das ist wie so Feldpapier oder so, ne? Auf jeden Fall ist es ein recyceltes Papier. Ja. Mhm. Das ist auch so dick und faserig. Ja, finde ich auch. Die Tapete. Die Tapete, ja. Habe ich auch gerade gedacht. Da sind ja noch mehr. Das sind große Rollen von Papier. Ja. Die wird bei uns eine Woche reichen. Ja. Ging das? Ja, das ging. Okay, dieser Bonusbeton. Dann hier geht's runter, ne? Gut, das ist die erste Etage. Einmal hier rollen. Der Fahrstuhl ist aber gar nicht mehr da. Nee? Nee. War der da? Ich weiß es weiß nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Weiß auch nicht mehr. Eigentlich fahren wir so. Ach, ich glaube nicht. Ein Topf ist auch krass. Wenn man den Boden sieht, hat man echt keinen Bock hier lang zu gehen, ne? Nee. Ja. Richtig scheiße. Schön auf dem Stahlträger bleiben. Ja. Ist auch wieder rechts. Geh ich mal, oder? Ah, oh, hier ist auch noch schon. Oh, ein kleines Loch. Ist auch schon feucht hier die Stellen. Ja. Nicht so gut.
Eine Etage gab es noch, ne? Die Wäsche halten, ne? Wir haben sie schon Bretter aufgelegt. Durchgebrochen auf der Stelle. Das ist 62. Ja, ob man da noch reinkommt? Aber halt dich nicht an der Klappe da oben fest, die kommt sonst runter. Ist zwar eingehakt, aber. Unter dem Fenster kannst du hilfen, ne? Ja, ich würde zum Fenster halten. Wenn die runterkommt, scheiße. Aber so geht's. Ja, viel interessanter ist der geniale Ausblick. Wenn man mich jetzt unter diesen kleinen Turm drauf hängt. Und hier sieht man ein ganz gutes Haus. Wie einsturzgefährdet das ist. Ja, das war's von der Papierfabrik. Ist nur glatt, musst aufpassen. Die Steine hier sind ein bisschen locker. Ist deine Lampe noch an? Da oben warst du drin. Ich habe ja auch Ersatzklamotten mit. Ja, Leute, das war's von uns und von der Papierfabrik. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Also uns hat das Gelände immer noch viel Spaß gemacht. Trotz des Zerfalls und Vandalismus, sag ich mal, ist doch noch einiges Schönes zu sehen gewesen. Vor allen Dingen
alte ursprüngliche denkmalgeschützte Gebäude. Fand ich immer noch schön. Dann verabschieden wir uns von unserer ersten Location für dieses Jahr. Genau. Wir hoffen, euch hat das Video ein wenig gefallen, auch wenn die Location nicht mehr so viel hergegeben hat. Und sagen tschüss. Tschüss. Ja, ich bin da richtig eingesaut. Genau, dein ganzer Rucksack ist total dreckig und deine ganze Ellbogen und keine Ahnung. Also, vor allen Dingen alles, ne? Wie schimmelt sieht das aus? Das ist ja mal herrlich, mal, ne? Die Maske im Rucksack und den Schimmel eingeatmet. Ich weiß gar nicht, ob die anderen beiden vom Gelände abgehauen sind oder die jetzt hier drin rumkriechen. Dann weißt du, die mit rum sind. Oder die waren schon vorher hier drin. Können wir ihnen ja einen Tipp geben, wenn sie reinholen.